Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der ersten Bug-Eishockey-Liga. Und genauso wie bei dem Video zuvor mit der National League wollen wir heute die virtuelle Simulation bis ins Finale durchführen, denn möglicherweise wird auch in Österreich bald wieder Eishockey gespielt und dadurch, dass NHL 21 bald rauskommen wird, also quasi in ja, 5 Wochen knapp, wird es ein bisschen eng, die ganzen Folgen zu bringen und dementsprechend simulieren wir heute ins große Finale und dann dürft ihr abstimmen, welche Mannschaft werde ich spielen bei dem Aufeinandertreffen und wir gucken mal, die HCB Foxes liegen mit 2:3 zurück gegen Orlitz Neumoor, also da ein Spiel und es ist Schluss. Der Villacher SV, der führt und der ist durch gegen Red Bull Salzburg. Die Spuso Vienna Capitals 1:3 zurück gegen die Graz 99ers. Und Klagenfurt steht mit dem Rücken zur Wand gegen die Black Wings in Linz. Da kommt es jetzt drauf an, wie wird man da noch kämpfen können. Und wir gucken mal, die Vienna Capitals gegen die Graz 99ers. Bei den entscheidenden Spielen gehe ich in die Simulation rein, um es ein bisschen spannender zu machen. Und wir blicken mal drauf. Die Zeit läuft. Und ab geht's. Also, erstes Drittel rum, 2:0 für die Graz 99ers durch Muderer und Aleksiuk. Das ist schon ordentlich. Die Capitals lediglich mit 3 Schüssen, da muss also definitiv mehr kommen. Nach dem zweiten Drittel allerdings kann Baun wieder die Capitals ranbringen. Jetzt 15:17, man hat wirklich ein bisschen mehr gemacht. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen, wohin die Reise geht. Und am Ende ist es das 4:1. Ukrajinczyk und Oleksiuk machen den Sack zu. Und damit sind die Capitals raus. Und die Graz 99ers in der nächsten Runde. Da, Black Wings links gegen Klagenfurt. Auch da haben wir ein mögliches Entscheidungsspiel. Da werden wir auch mal simulieren und mal gucken, wohin die Reise für die beiden Teams geht. Nach dem ersten Drittel steht es allerdings 1:0 für Klagenfurt. Und das, obwohl man ja einen Schuss weniger hat als die Black Wings links. Neil hat da getroffen gegen Glas. Am Ende des zweiten Durchgangs steht es allerdings 2:2. Christler und Leila sorgen dafür, dass Linz zwischenzeitlich in Führung geht. 1,5 Minuten vor Ende des Mittelabschnitts dann Kraus wieder für den Ausgleich. Und das bedeutet alles oder nichts im Schlussabschnitt. Klagenfurt mit deutlich weniger Schüssen als Linz. Aber das Ende vom Lied ist ein 4:4 und 36 Sekunden vor dem Ende macht McNeil für Linz noch den Ausgleich und damit geht's also in die Overtime. Klagenfurt nur noch einen Schuss weniger als Linz. Die haben sich nochmal mächtig ins Zeug gelegt. Und Fischer hat ja auch 1:13 vor Ende des Spiels fast für die Überraschung gesorgt. Also Overtime und es ist tatsächlich wahr. Geier trifft nach 2:18 und hält den Klagenfurter AC damit am Leben. Können die Serie verkürzen. Nur noch 2:3 und jetzt die HCB Foxes. Die brauchen zwingend einen Sieg gegen Orlitz Neumoor. Ansonsten ist diese Playoff-Geschichte schon vorbei. Also, erstes Drittel vorbei, 1:0 durch Alberger, der da getroffen hat. Mit 11 Schüssen zu 3 gegen Neumoor. Also, das Gewicht ist deutlich auf Seiten des HCB. Ende des zweiten Abschnitts bleibt es allerdings dann beim 1:0. Neumoor hat jetzt ein bisschen mehr Pressing aufgebaut. Und am Ende verliert aber tatsächlich der HCB noch mit 1:4. Innerhalb von ja knapp 7 Minuten. Novak, Svoboda, Matusch und Bartosz treffen für Neumoor und werfen damit die Foxes aus diesem Turnier raus. Also nur noch eine Serie am Laufen. Und das ist der Klagenfurter AC gegen die Black Wings Linz. Wir gucken mal, kann Klagenfurt hier nochmal zurückkommen. Können sie auf ein 7. Spiel hoffen? Harrand und Bischofberger schießen 2 Tore im ersten Durchgang und bringen Klagenfurt damit hervorragend in Führung. Am Ende des Mittelabschnitts kann Rutkowski die Linzer wieder etwas ranbringen. Und jetzt kommt es drauf an, der Schlussabschnitt. Und es steht 4:1. Harrand und Unterpfund gleichen damit die Serie aus. Und es steht 3:3. Und es kommt nach 1:3 Rückstand des KAC zum alles entscheidenden Spiel 7 im Viertelfinale dieser Serie gegen die Black Wings Linz. So, wir gehen rein und wir gucken mal. 2:0 führen die Linzer durch Tore von McNeil. 4:22, 9:48. Der also extrem torgefährlich. Und ja, Klagenfurt braucht jetzt zwingend Tore. Will man diese Serie umdrehen? Und eins hat man zumindest geschossen. Richter, aber davor hat da Silva erhöht auf 3:0 zwischenzeitlich. Auch die Schussstatistik ja, mit 23:12. Doch sehr, sehr eindeutig.
Und wir gehen rein in den Schlussabschnitt und sehen, es reicht nicht, es ist richtig. Man hat die volle Offensive gefahren und Fayez, Roach und wieder McNeil, der seinen dritten Treffer heute erzielt, schießen damit die Linzer ins Halbfinale dieser ersten Bank-Eishockey-Liga. Man darf es ja noch sagen, erste Bank-Eishockey-Liga, denn ja, sie wird ab kommender Saison, oder jetzt heißt sie schon anders, es ist ja die Eishockey-League, die jetzt so genannt wurde, weil man hat einen neuen Sponsor bekommen. Und ja, der neue Sponsor seit 2020. Und dementsprechend ist es jetzt die Eishockey League in Österreich. Und zwar die Bad at Home Eishockey League. Neues Logo, neuer Name, neuer Sponsor. Und das sorgt für Sicherheit in Österreich. Und wir gucken jetzt aber mal drauf. Das Neumoor gegen Villach. Und Linz gegen die Graz 99ers. Da können wir jetzt erstmal durchsimulieren. 1-0 für Villach. Ebenso das 1-0 für die Blackwings Linz. Die Villacher, die haben noch nie ein Spiel verloren in den Playoffs. Also die machen da ordentlich Druck. Gehen damit mit 2-0 in Führung. Also die sind wirklich gut aufgelegt in Panakeo. Weiter geht's bei den Grazern. Auch die unterliegen in Spiel 2 gegen die Blackwings Linz. Und es geht weiter. 2-1 jetzt also Snoimo mit dem ersten Sieg. Und Snoimo mit der ersten Niederlage für den Villacher SV. Auch Graz kann jetzt wieder rankommen. Damit steht es 2-1. Und weiter geht's in der Serie. Jetzt Snoimo schlägt zurück, kommt zurück. Und damit steht es 2-2. Und es geht weiter. Auch die Grazer wollen ran. Aber die Linzer, die holen da das 3-1 und steht damit vom Einzug ins Finale. Und hier geht Villach wieder in Führung. Und jetzt haben wir schon das erste mögliche Matchballspiel für die Black Wings Linz. Und wie wird's ausgehen? 0-0 nach dem ersten Durchgang. Es steht 1-1 nach dem zweiten Durchgang. Und wieder trifft McNeil auf Seiten der Black Wings Linz, die mit 21-10 Schüssen ein deutliches Übergewicht haben. Und im Schlussabschnitt, sie gehen durch das Silber und Leila wirklich wie Butter oder wie ein warmes Messer durch die Butter und werfen die Graz 99ers raus und stehen damit im Finale der virtuellen Ebel-Playoffs. Weiter geht's jetzt mit Villach gegen Snoimo. Und auch Snoimo braucht jetzt zwingend 2 Siege. Andernfalls ist es vorbei. 0-0 nach dem ersten Durchgang. 0-0 nach dem zweiten Durchgang. Und 1-0. Es ist ein Minimalspiel. Novak trifft gegen Maxwell und sichert Snoimo damit Spiel 7. 3-3 also in dieser Serie. Das alles entscheidende Spiel 7. Snoimo oder Villach? Das ist die Frage. Es steht 2-0 durch Alagic und Ulmer im ersten Durchgang für den Villacher SV. Ende des Mittelabschnitts erhöht Lahoda auf 3-0. Und ja, das ist schon sehr, sehr aussichtslos. Denn 13-27 Schüsse, auch das spricht definitiv für Villach. Und die machen den Sack zu Lanzinger auf 4-0. Und auch wenn Krukovic da knapp 4 Minuten vor Ende noch auf 1-4 verkürzt. Und das in Unterzahl. Aber am Ende 40-18 Schüsse. Das ist eine deutliche Angelegenheit. Und das heißt, in der ersten Bank-Eishockey-Liga haben wir das Finale zwischen den Blackwings Linz und dem Villacher SV. Und jetzt die Frage an euch. Welche Mannschaft soll ich spielen? Villach oder Linz? Das ist die Abstimmung für euch. Und auch diese Abstimmung läuft bis Samstagabend. Am Sonntag oder am Montag kommt dann die erste Folge. Und ich hoffe, wir kriegen auch hier ein geiles Finale hin in dieser ersten Bank-Eishockey-Liga. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen nach oben, würde mich freuen. Und dann, wie gesagt, kommentiert Linz oder Villach alles in die Kommentare rein. Und dann werden wir gucken, wohin die Reise geht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.